Hi Leute. Und heute probieren wir mal das neue Spiel Legends of Porokönig. Leider Japet, weil der Champions Probleme. Irgendwie hat in unserem Team jeder genommen, was er wollte. Also nicht wundern. Mit den Zaubern. Müssen wir auch sagen, keine Ahnung. Wie gesagt, wir spielen es zum ersten Mal. Müssen wir erstmal selber gucken, wie wir was machen müssen oder generell wie die Map aussieht, wissen wir auch nicht. Wir lassen. Wie ihr gehört habt, das Feuerzeug hat geklickt, Mojo raucht wieder. Wenn er genau zuhört, hört er das im Spiel bestimmt öfters mal klicken. Ja, danke. Bitte? Und sollte es nicht das Feuerzeug sein, dann ist es die Kaffeetasse. Oh, das war ja mal. Das ist schon ein cooler Abriss. Das ist ja schon. Ja. So. Wie gesagt, ich bin gespannt. Also irgendwie, das erste Zauber soll wohl sein, dass man denjenigen mit einem Po bewertet. Und der zweite war, glaube ich, warte mal, hier steht es. Könnt ihr euch alle mal schnell durchlesen? Müsst ihr mal auf Stopp drücken, weil ich kann jetzt nicht so lange warten. Okay. Gut. Ich finde gerade den Shop nicht. Wo ist denn der Shop? Ach Gott, oh mein Gott. Das ist, wenn man das Spiel noch nie gespielt hat. Oder generell. So, mit der 4 schön die Poros füttern. Mit der 4? Ja. Muss mit dem Arm spielen. Muss dicker werden. Was meinst du denn jetzt mit 4? Bei der 4, wo normalerweise Abwehrtotem ist, hast du ein Cookie für die Poros. Ach! Was mache ich damit? Gib deinem Puppe eine Küssi. Wo steht, dass die dann größer werden? Gut, na oh, dann fangen wir einfach mal an. So, haben die ersten schon ihre Poros geworfen? Ja, natürlich. Werf ich mal auch ein. Das war leider nicht mein Kill. Wie kriegt man jetzt wieder den zweiten Poro mit Ablenkzeit? Guck mal, ich sehe gerade ja nicht. Ach ne, ich hab schon den zweiten. Gut, okay. Da wurden Poren gewürfst, scheinbar. Da kannst du F drücken und wanderst in der Linie. Den Fehler hab ich gerade gemacht. Auf jeden Fall sehr lustig. Okay. Cool. Oh, kannst du noch hochgehen. Ja. König hilft uns mal ein bisschen. Das ist lustig. Ja, auf jeden Fall. Oh, steht im Tower. Aber man hat ja Heilflanke eingepackt. Ja, hier kriegt doch auch jeder nur wild, oder? Ein bisschen irgendwie. Find's trotzdem lustig. Aber wie sind wir jetzt im Poro-Kick gekommen? Ich habe jetzt hier auch keine weitere Anzeige gefunden. Ich
Oh Gott, das Film, was mache ich denn? Keine Ahnung, was ich jetzt sollte. Stehe schon wieder am Tower. Ach, wenn du 10 andere getötet hast, kriegst du einen Kohlekönig oder was? Was steht denn bitte? Nee, jetzt reim ich mir gerade mit der Anzeige unten. Also wenn Mojo sich was zusammenreibt. Nee, aber stimmt, könnte sein. Ja, stimmt. Naja, man erkennt das. Ja, ist eigentlich nicht mehr. Da habe ich nicht drauf geachtet. Dann kriegen die ja auch gleich einen Pro-König. Wo seid ihr denn alle? Also ich bin wieder da. Aber ich weiß noch nicht. Der Gegner ist ein Poken. Wie will ich da ja nicht wandeln? Ist das wahnsinnig immer in unserem Tower? Aber ist auf jeden Fall los fürs Spiel. Jetzt mich natürlich an. Dass man mit Six immer so eine Hesse im Mana-Problem hat. Ist das hier auch in dem Spiel, dass man nur zum Shop kann, wenn man gestorben ist? Darf ich auch endlich mal in den Shop? Ja, ja, Leute. Lustiges Spiel, echt lustiges Spiel. Oh Mann, die sind ja total wenig HP. Nein! Oh Gott, das ist schon wenig Fehler gemacht. Ach ja. Die F-Taste habe ich noch nicht einmal benutzt. Was waren die nochmal? Dann springst du da hin. Wo du hingeworfen hast, wenn jemand getroffen hat, scheinbar. Das ist ja doof. So, ich komm gleich und räume auf. Das ist ja nicht leichter als das mit Six. Vor allem, wenn man ordentlich Mana hat. Ey, 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 ey. Oh mein Gott, ich hab ja nicht mitgekriegt, dass ich so weit gelaufen bin. Das wird schlecht. Aber ich skill hier noch nicht mal die W-Taste, die brauche ich auch nicht in dem Spiel. Kostet unnötig zu viel Mana. Oh, echt funny, das Spiel. Ist ein irgendwas gegeben, wenn man das nicht fangen kann. Keine Sorge, ich übernehme. Ja. Nein, wir müssen wieder nicht übernehmen. Auf jeden Fall, Alter. Na.
Nein, ich stehe im Tower, ich stehe im Tower. Nein! Mein Gott. So ein Müll. Hast du gekillt, ja? So ein Rotz hat halt meinen Kill gekriegt. Report, Alter. Kannst du gut für die Wüste, ne? Ja, so viele Subs machen scheint ja nicht das Schlechteste in der Leben zu sein. Wieso kriegen die so oft einen Code? Ja, weil die so oft Kills machen. Obwohl, ist ja gerade, die haben ja gerade noch 10 Kills. Du, vielleicht muss man auch mit dem Post treffen. Hm. Das ist keine Ahnung, ne? Kein Mana mehr. Ich hab auch gerade voll drin gestanden. Ich hab auch noch nicht ganz verstanden, wofür man diesen Keks brauchte für die Bow. Normalerweise beim Abendspiel ist es so, dass die dann fütterst. Und wenn die dicker sind, machen die mehr Schaden. So, haben wir nicht mal den Turm eh mal angefragt, ne? Wie oft ich hier im Tor rutsche. Krass. Ist wieder ein Tor drin, ich werd nicht mehr, ey. Okay, Mana, ne? So ein Dreck. Müssen wir unbedingt Mana dran gucken das nächste Mal. Hätte ich schon viel früher machen sollen. Oh, dann Disconnect schon wieder. Ach, heute bleiben wir nicht verschont von Disconnect.
Ja, Leute. Scheiß Disconnects hier. Tja, muss ich euch wieder alleine unterhalten. Bloß mir fällt gerade nicht ein, wieso wirklich. Ach Mann, ja. Ist auf jeden Fall ein sehr lustiges Spiel, also kann mich so an sich nicht beklagen. Ist auf jeden Fall sehr funny. Ja, ich hab einen falschen Schaden dafür genommen. Ich bin zu Mana lassen. Zu Mana lassen. Aber man unterstützt, wo man kann. Okay, das hat nicht mehr funktioniert, ja. Echt lustig. So, jetzt kaufe ich mir mal ein paar Mana-Tränke. Und dann geht's ab. Und dann wird das Spiel mal beenden. Hoffentlich haben sie jetzt mal ein bisschen den Turm anzutracken, aber denke ich mal nicht. Ich hab schon wieder so viel Geld, warum kaufe ich mir ein Glimmisch? So. Dann nehmen wir uns mal Lee holen. So, da ist er wieder. Nee, noch nicht, aber jetzt kannst du die Leute mal ein bisschen unterhalten. Denn die haben sich, glaube ich, eben schon gelangweilt. Ja, in dieser Instant Launcher ist lange, die wir uns hingemeldet. Ja, auf jeden Fall. Aber an sich eigentlich spaßig, obwohl es. Auf jeden Fall, Spaß. Das ist echt lustig, das Spiel. Wo ich es noch ein bisschen unübersichtlich finde, mit was machst du eigentlich jetzt genau? Du schießt die ab. Und da, wo die landen, kannst du dich dann hin teleportieren. Na, auf F, bitte. Naja. Und wenn du sie nur normal triffst, kannst du dann den Pogo-König beschwören. Wenn du. Also, wenn dein erstes Team 10 mal getroffen hat mit den Dingern. Okay. Das ist ganz einfach. Wie steht's? Es steht jetzt 38 zu 19. Ich meine, wie viel noch? Bisschen Pro. Der ist jetzt da. Oh, okay. So, werde ich nochmal Mana Trunk reinpfeifen. Und dann ist auch schon wieder Ritze. Und dann ist das Spiel auch schon zu Ende. Und es ist zu Ende. Ich werfe nochmal schnell so ein Po. Zack. So, Spiel ist zu Ende. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch wenn Moto leider ein Disconnect hatte. Mit dem Part, den ich mitgespielt habe, ja. Ja. War ein kurzes Let's Play, aber ist halt ein schnelles Spiel. Tja. Oh, Statistik hier oben. Sehr schön. Ja, also. Schaltet das nächste Mal wieder ein zu einem weiteren Let's Play. Und Chaos pur mitzuerleben. Genau. Vielleicht machen wir auch nochmal ein Let's Play jetzt nochmal von dem Spiel, bloß halt mit. Na, was halt ein bisschen ausgeglichen ist. Ich meine, die anderen haben nur ziemlich stark gefehlt. Aber okay, so viel zum nächsten Spiel. Gut, na dann. Seid gespannt, bis dann. Bis dann.